Trended Up, liebe Leute, ist heute an der Reihe. Ich bin nicht alleine. Meine Nichte Phyllis ist wieder dabei. Das Gute ist, sie war sowieso hier und dann dachte ich so, warum mache ich das Drogerie-Video nicht gleich mit ihr, weil dann haben wir noch eine zweite Meinung. Halt auch. Ja, ich habe die Sachen eingekauft. Ich muss sagen, Trended Up, der Aufsteller war nicht so aufregend, muss ich sagen. Es war so ein bisschen, boah, als hätte ich vor, keine Ahnung, 4 Jahren irgendwie auf den gleichen Aufsteller geguckt. Hier und da gab es ein paar Neuheiten, aber es war wirklich extrem unaufregend. Für mich persönlich, also für meinen Geschmack. Und habe jetzt auch nicht so eine krasse Auswahl, aber das, was ich da habe, testen wir jetzt aus. Oh. Hallo Papa. Nein, das war Tante. Ich fange an mit dem Trended Up Hydro Vitamin Primer mit Hyaluron, Vitamin E, F und B5. Klingt erstmal ziemlich vielversprechend und ich würde sagen, wir tragen das auf die eine Seite des Gesichts auf und auf die andere Seite nicht. Mhm. Wir haben beide die gleiche Hautpflege von heute Morgen drauf, die ist auch schon eingezogen. Und dann haben wir gleich eine Hälfte mit dem Primer und die eine ohne. Kommt übrigens mit einem Pumpkopf und da sind ganze 50 Milliliter drin, was voll viel ist. Also es wirkt so ein bisschen lotionartig, würde ich sagen. Mhm. Nicht so ganz flüssig. Ja, das ist eine normale Gesichtscreme. Ja, auf dem Gesicht wird es dann richtig so flüssig fast. Ja, man braucht gar nicht viel. Und es ist ein bisschen parfümiert, oder? So ganz leicht, so zitronisch. Zitrusmäßig, ja genau. Spannend, aber es fühlt sich wirklich ziemlich hochwertig an, muss ich sagen. Auf der Haut ein bisschen silikonig. Ne, beim Einreiben findest du auch, dass du diesen leichten Silikontouch bekommst. So dieses, ja, nach einer Zeit erst war es so flüssig und dann setzt sich das so. Spannend, liebe Leute. Was ist deine Lieblingsdrogeriemarke? Ich glaube Catrice. Aha. Oder ist L'Oréal Paris eine Drogeriemarke? Ja, die sind auch gut. Also mein First Impression ist, dass der Primer einen wirklich extrem hochwertigen Eindruck macht. Vor allem mit der Hautpflege, die ich da drunter habe, gepaart mit dem Primer, fühlt sich richtig, richtig gut an. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt eine Foundation drüber packe, das müsste eigentlich richtig, richtig gut sein. Ich bin sehr gespannt. Was sagst du? Same. Also ich merke eigentlich kaum noch was auf meiner Haut von ja, dem. Ja, stimmt, genau. Also es ist kaum Unterschied, wenn man es so anfasst. Also es ist nicht so komisch klebrig. Ja. Es ist wirklich schön eingezogen, muss ich einfach sagen. Mhm. Ja, sehr gut. Okay, Foundation habe ich mitgenommen, weil ich sehr oft danach gefragt wurde. Und zwar ist das Trended Up Hydro Stay Silky Serum Foundation mit Hyaluron, Vitaminkomplex, hat einen Lichtschutzfaktor von 15, soll bis zu 12 Stunden halten und hat auch klassische 30 Milliliter drin. Kommt in einer Glasflasche, Milchglas und mit so einer Pipette, wie die meisten Serum Foundations kommen. Ich bin sehr gespannt. Serum Foundation ist bei mir mal ziemlich tricky. Ich habe die Farbe 040 mitgenommen, weil ich fand, dass das so die bessere Farbe ist. Also es ist auf jeden Fall gut flüssig, die Pipette. Ja. Und dunkel. Und dunkel, ja. Die Pipette ist auch interessant. Auch wieder zitronisch. Zitronisch. Zitronisch? Ja. Halt auch. Okay, das ist sehr krass dunkel. Es wirkte nämlich gar nicht so dunkel. Es wirkte eher gelblich und ihr wisst ja, ich nehme ja eher gelb. Ich hab's auf die... Achso, ja, nein, auf beide Seiten. Ja, genau. Mhm. Bei mir passt das mit der Farbe. Du hast ja auch Fake Tan noch, ne? Ist der Rede wert. Oder was davon noch übrig geblieben ist. Ja, ich glaube, dass die Foundation einen ziemlichen Hype hatte. Deswegen haben mich, glaube ich, auch so viele danach gefragt. Und Trended Up ist eigentlich günstiger als zum Beispiel Got To Be, die ich schon gemacht habe, Maybelline und so. Aber ich kam irgendwie immer nicht dazu, zum DM zu gehen. Wenn ich da war, war die Foundation ausverkauft oder andere Sachen. Das war halt ein bisschen kompliziert, ne? Das sieht aber erstmal richtig schön aus. Schön glänzend. Also, ich sag mal so, so flüssig sich die Foundation anfühlt und bei Serum gehen bei mir persönlich immer ein bisschen die Alarmglocken, weil es bei meiner Haut nicht immer die leichteste Formulierung ist. Aber auf der Haut fühlt es sich recht cremig an, finde ich, die Foundation. Sieht erstmal richtig gut aus. So richtig gut. Wow. Seid ihr vom Hauttyp eigentlich gleich? Also ich habe ja trockene Haut bis, sage ich mal, normale Haut. Auch immer ein bisschen abhängig. Ich weiß gar nicht, was für eine Haut ich habe. So eine normal, würde ich sagen. Nicht ölig, nicht. Also ich habe halt manche trockene Stellen, so um die Augenbrauen und alles. Ja, ich würde auch sagen, du hast eine relativ normale Haut mit Unreinheiten, ne? Jetzt. Aber du bist ja auch noch sehr jung und da sind ja Pickel eigentlich ziemlich normal, würde ich sagen, ne? Hormonhaushalt auch. Ihr wisst, die Eltern sind halt auch noch. Ihr wisst, was immer noch. Das ist schon besser geworden. Was? Die Meine Pubertät? Haut. Achso. Das auf den Sack gehen, oder?
Das noch nicht. Ja, also so macht es erstmal einen guten Eindruck. Also das Einblenden, ich finde, man muss schon ein bisschen einwenden. Mhm. Ich hole mir jetzt gerade mal einen Schwamm. Ich hole dir auch einen. Ne? Danke. Also das sieht Hammer aus bis jetzt. Das ist nicht eine Stelle, die sich irgendwie abgesetzt hat oder wo es so trocken war. Voll gut, ne? Mhm. Richtig krass. Bist du neidisch auf die jugendliche Haut? Überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in dem Alter sein muss, um ehrlich zu sein. Warum? In der Zeit, in der ihr heute seid, ist schon echt ein krasser Abfuck. Ja. Also wenn es für mich als Erwachsene schon ein Abfuck ist, wie muss es sein, wenn man alles noch so vor sich hat und lebt und so? Ist ja nicht so, dass ich morgen den Löffel abgebe. Who knows, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, bei uns war es trotzdem, auch wenn wir unsere eigenen Probleme hatten, trotzdem irgendwie leichter. Ich finde Social Media gepaart mit dem Problem heute, I don't know. Aber vielleicht denkt man das immer nur in seiner Generation irgendwie. Oh ne, ist so. Ihr hattet auch noch voll Corona. Ich glaube, als Kind vielleicht auch nicht einfach. Oder als Eltern allgemeiner. Also du kannst nicht beide Spiegel haben. Du hast schon den großen einfach genommen. Also, ich sehe ja nichts. Ja, das sind dann noch andere, aber lass mir wenigstens eine Sache. Also ich muss sagen, die Foundation sitzt wirklich heftig gut auf meiner Haut. Also mitunter einer der besten, die auf meiner Haut sitzt. Also ich habe hier noch andere, die ich total gerne mag. Was mir gerade auffällt, ich habe hier trotzdem ein bisschen Krümel. Zeig mal. Das kann durch den Primer ein bisschen kommen. Ja. Das hast du jetzt nicht, glaube ich. Mhm. Aber schön, dass du jetzt auch wieder meinen Pinsel genommen hast. Also, habe ich? Ja. Ja, die sind doch... Also es ist schon ein krass unterschiedlich. Nee. Ich habe ja nicht raufgeguckt. Nasty. Hygiene wird hier groß geschrieben. Also ich habe auf jeden Fall ein leichtes Aufrollen, aber nur auf der Primer-Seite. Das liegt auch hier in meinen Haaren, kannst du es sehen? Ja. Und auf der Nicht-Primer-Seite habe ich das nicht. Aber ich muss sagen, hier, wo die Poren so leicht geweitet sind, sitzt sie trotzdem ein bisschen besser. Also weil der Primer das so ein bisschen kaschiert hat. Und hier sitzt es halt auf meiner nackten Haut sozusagen, aber auf beiden Seiten wirklich sehr gut. Das minimale Abrollen. Also es sitzt auch hier so gut, dass ich wahrscheinlich auf den Primer verzichten würde. Aber trotzdem ist das Hautbild hier nochmal verfeinert, würde ich sagen. Das ist eine sehr, sehr gute Foundation. Die Farbauswahl ist leider sehr schlecht. Bei mir passt. Ja. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Menschen da draußen, ne? Oh, guck mal, meine Stirn. Ist schon irgendwie trocken und krustig, oder? Nee, sitzt trotzdem voll gut. Aber das ist auch einfach, weil meine Haut da drunter trocken ist, ne? Ja, gut. Es gibt halt bestimmt Formulierungen, die heben Trockenheiten hervor, manche nicht so. Aber es sitzt schon echt krass gut. Es sitzt schon echt gut, auch dieser Glow. Der ist nicht zu doll, nicht zu wenig. Ja, wirklich schön. Also First Impression auch von der Foundation, sehr, sehr gut. Die würde ich tatsächlich weiterhin benutzen, auch so mit meinen klassischen Make-up-Produkten, um dann noch ein besseres Gefühl zu bekommen. Aber hier hat für mich beides wirklich sehr gut funktioniert, aber halt auch alleine. Bei dir auch? Ja, voll. Ja? Mhm, richtig gut. Dann habe ich mir mitgenommen einen Concealer und zwar von Trend It Up Under Eye Concealer and Base in der Farbe 020. Besonders zarter, kaschierender Augencontealer mit feuchtigkeitsbewahrendem Hydroviton und optischem Weichzeichner-Effekt für die Augenpartie. Also es kommt in so einem Pen. Ich gebe dir das mal auf den Handrücken. Ja. Und so. So lachsfarben. Ja, ist auf jeden Fall lachsfarben. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen neutraler wäre. Weil für jemanden, der jetzt noch heller ist als ich, ist das natürlich, ja, dass es schon sehr pink aussehen kann. Bei Leuten so, bei ihr kann das so ein bisschen als Corrector wirken in einem Innenwinkel, wobei das eigentlich zu hell ist mit der Foundation-Farbe. Ja. Das ist wirklich heftigst hell. Das fühlt sich schön nass und kühl an irgendwie. Schön, guck mal. Mhm. Wow. Also es ist sehr leicht, ihr könnt sehen, ich habe recht viel aufgetragen. Ich trage meine Concealer immer gerne so auf, aber es scheint noch sehr, sehr viel durch und ich habe es noch nicht mal eingeblendet. Also es ist auf jeden Fall was eher Leichteres. Oh, das ist toll. Ja. Das ist richtig gut. In der Drogerie habe ich noch einen Concealer, den ich richtig, richtig gut finde. Welcher? Das ist der L'Oreal True Match. Wobei den ja viele nicht mögen, weil da ja so Glitter drin ist. Aber ich merke das auf meiner Haut so gar nicht. Also ich habe es hier mal mit einem Schwamm ausgeblendet. Ihr könnt sehen, die Haut scheint hier trotzdem noch so leicht durch. Wir haben eine
leichte Korrektur. Dadurch, dass die Foundation-Farbe natürlich so dunkel ist, haben wir auch natürlich einen krasseren Highlight-Effekt. Das müsste man auf jeden Fall für seine Hautfarbe so ein bisschen anpassen. Aber so ausgeblendet geht es eigentlich voll gut. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr leichter Concealer. Wahrscheinlich perfekt so für den Alltag, wenn es schnell gehen muss. Aber wer richtig Korrektur haben will, denke ich, müsste auf jeden Fall zu was Deckenderem greifen. Siehst du, was ich meine? Hier habe ich den Primer nicht. Die Poren sieht man ein bisschen mehr. Und hier habe ich den Primer und da sieht man die Poren nicht so. Ja, wirklich. Schön fresh, schön leicht. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich Produkte im Gesicht trage, was ich eigentlich ziemlich nice finde, so, muss ich sagen. Also ich würde sagen, so für den Alltag ziemlich gut und voll on a budget. Mach mal ein bisschen davon. Oh, schön mit dem Schummeln den Pickel rein. Nein, das ist kein Pickel. Das ist nur eine Narbe. Hygiene wird hier groß geschrieben. Was ist da? Oh mein Gott, ganz viel so abgesetzt und... Oh! Du guckst in 10-fach Vergrößerungsspiegel, ist dir schon klar, ne? Ja, aber wenn ich... Und nobody sieht, also... Doch, man sieht das immer. Ich gucke auch immer bei anderen, wenn die... Und ich dachte, ich bin man kritisch. Sieht das. Bei mir, wenn ich meine Foundation und so, wenn ich das mal mache, siehst du, das ist immer der perfekt. Unterschied. 16 Jahre, die machen sich viel zu viel eine Platte und ich denke mir halt so... Scheiß halt auch drauf, weißt du, wie ich meine? Nee. Man sieht das nicht. Doch. Aber der Rest ist ja perfekt. Sind wir dann soweit? Ja. Trinken wir halt noch so. Also die Migräne kickt halt schon von hier gerade so. Aber ist halt auch okay. Dann habe ich mir ein Puder mitgenommen und zwar ist es von Trend It Up Pro Matte Long Lasting Compact Powder. Hält auch bis zu 12 Stunden. Da habe ich mir die hellste Farbe mitgenommen und zwar 010. Seidig zarter Puder mit Anti-Shine-Effekt verleiht dem Teint ein perfektes Aussehen und ein samtiges Hautgefühl. Sieht erstmal so aus. Ziemlich classic, würde ich sagen. Es fühlt sich extrem hart an, muss ich sagen. Ziemlich fest gepresst. Hier, das ist for you. Hätte ich die Sachen zweimal kaufen sollen? Ich nehme mir mal so einen kleinen Pinsel und setze jetzt erstmal meinen Concealer. Kann ich auch einen kleinen haben? Danke. Gut, dass ich alle Pinsel 7-fach habe. 70-fach. Stimmt halt auch nicht. No. Verbindet euch nicht gegen mich, ihr werdet sowieso verlieren. Also das Puder ist wirklich ziemlich hart gepresst. Ich finde, man muss recht oft in das Compact rein und dann immer so ein bisschen rein. Wirklich einarbeiten, nochmal zurück. Also ist jetzt das vierte Mal, dass ich reingehe. Ich habe jetzt 5 Schichten Puder und es ist immer noch recht sticky, muss ich sagen. Also das ist voll nicht so mein Favorite, muss ich sagen. Hat nicht so diesen Sandeffekt da. Mhm. Das liebe ich immer bei Puder. Ja, es verfeinert so ein bisschen, settet so ein bisschen, aber ist jetzt nicht, wo ich sage so, wow. Also ich habe andere Puder, die würden mir sofort einfallen, wo ich sage, ja, das macht gleich was. Also da bin ich mit dem Primer und der Foundation immer noch so ein bisschen happy, würde ich sagen. Es ist kein schlechtes Puder. Ich mag es nur nicht, wenn ich extrem viel so Arbeit reinstecken muss. Ja, ich war jetzt da schon locker 10-mal drin gefühlt. Aber was ich gut finde, der ist nicht komplett matt. Man sieht noch ein bisschen Glow von der Foundation durch, habe ich das Gefühl. Also mattiert nicht komplett. Das mag ich immer nicht bei Pudern, wenn man sowieso so eine Glowy Base haben möchte. Dann Puder und dann ist so matt und dann so... Ja, wenn man es dann drauf hat, dann ist es recht fein, ne? Also ja. Es verändert nicht die Base, lässt es nicht trockener aussehen oder so. Aber man muss schon gut Arbeit reinstecken. Ja. Ich würde sagen, okay. Ist jetzt nicht das Beste, aber ist auch nicht schlecht. Genau. Haben wir das? Dann, achso, wir müssen ja noch die restliche Base damit setzen. Ich habe nämlich kein anderes Puder. Weiß ich nicht, ob ich das mache. Okay, cool. Weil ich mache es auf jeden Fall. Ich mache ja noch Contour. Ja, das ist das Problem. Weil wenn ich das mache, dann habe ich Angst, dass der restliche schöne Glow und diese Freshheit weggeht. Mhm. So frische. Aber dann, wenn man halt einen Contour ohne Puder darunter drauf macht, kann es auch fleckig werden. Ja. Das ist halt
ja. Seite. Aber das Puder ist ja so dünn. Hast du recht, mach ich auch. Mach du dein Ding, ne? Lass dich von mir nicht beeinflussen. Hier, da, ja, aber wenn das dann so fleckig wird mit der Kontur, hab ich auch keine Lust. Jetzt, wo ich die Base gesettet habe, sieht man, finde ich, immer das wahre Gesicht der Foundation. Also ihr könnt sehen, die hat eine gute, leichte Deckkraft. Also ich finde, ich habe eine sehr gute Korrektur auf die Haut, aber die Wangen strahlen bei mir immer noch durch. Ich sag mal, das ist meine Problemzone. Ja. Ich finde sie jetzt nicht so problematisch, aber daran erkenne ich immer sehr gut, wie deckend eine Foundation bei meiner Haut ist, bei meinem Hautstatus. Und ich würde sagen, das ist eine gut leicht deckende Foundation. Eine sehr gut leicht deckende Foundation, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht cakey, nicht so krass deckend. Also wirklich perfekt für den Alltag, aber ich finde auch auf jeden Fall für so ein Night Make-up, so wenn man ein bisschen mehr will, aber jetzt auch nicht so eine sehr, sehr stark deckende, finde ich, ist das die perfekte Mitte dafür. Schön natürlich, aber man hat diesen Make-up-Effekt, was ich immer mag, mit dem nassen Beauty-Blender ins Puder und dann Concealer setten. Und das ist ein ganz, ganz anderes Ding als mit Pinsel. Ja, mache ich manchmal auch. Es macht halt einen anderen Effekt. Manchmal will ich den, manchmal nicht. Ja. Wisst ihr Bescheid. Während du noch puderst, fange ich vielleicht schon mal mit dem Contour Palette an. Also das ist von Trended Up Face Contouring Set. Das ist gefühlt das, was ich schon damals auch gereviewt habe. Hat sich das verändert? Überhaupt nicht. Vielleicht haben sie die Formulierung mal überarbeitet. Ich kann es euch nicht sagen, aber das war für mich immer aus der Drogerie so die günstige Contour-Alternative. Von allen Brands, die in der Drogerie zu finden waren, fand ich die Contourfarbe wirklich am allerbesten. Und ich werde jetzt auch so einen Mix benutzen. Ich habe keinen Bronzer gekauft, sondern nehme den Bronzer hier raus, die Contour, aber auch die Highlight-Farbe. Ich glaube, das ist ziemlich knocke. Ich fange mit dem Bronzer an. Schön. Ist immer noch beim Puder. Also ihr könnt, glaube ich, einen guten Unterschied sehen. Hier habe ich schon mal den Bronzer drauf. Also es gibt eine schöne, leichte Wärme, finde ich. Es ist ein leichtes Puder. Das heißt, perfekt für Anfänger und die auch vielleicht erstmal so in dieses Make-up-Game rein möchten, auch sich vielleicht so ein bisschen eben mit einer Contour ausleben wollen oder erstmal so starten wollen, finde ich, ist das eine ganz gute Palette, so für den Start, weil es halt so anfängerfreundlich ist, die Formulierung. Es ist nicht gleich so ein erschlagener Bronzer, sondern gibt so eine leichte Farbe. Das Contour sieht hier zwar relativ kühl aus, aber ist irgendwie rot. Siehst du das ja so rot? Ja, das ist das Problem. Das machen nämlich sehr, sehr viele. Es gibt dann so eine Basic-Contour-Farbe und ich habe das Gefühl, die meisten Brands kaufen dann auch immer diese Farbe ein, aber stecken gar nicht so, vermute ich. Ich weiß es halt nicht, aber die kaufen es dann ein, aber arbeiten gar nicht so selber an diesen Formulierungen bzw. an der Farbe, weil man kann die Contour-Farbe eigentlich sich recht gut ausleben, finde ich eigentlich. Aber welche Contour-Farbe richtig gut ist, ist diese, war das Rival De Loop oder Rival Loves Me? Da habe ich eine gezeigt, die ist richtig gut. Ich kriege eine leichte Wärme in mein Gesicht. Also ihr könnt wirklich sehen, ich baue schon auf, ne? Also das ist die aufgebaute Version. Das ist, würde ich sagen, für so meine Hautfarbe vielleicht noch ein Hauch dunkler. Sehr, sehr helle, denke ich, wird es vielleicht zu warm sein. Und für Leute, die dunkler sind als ich, ist die Farbe halt nicht ausreichend genug. Also die Farbvariation ist halt, ja, nicht für sehr viele Menschen ausgelegt. Muss man halt auch sagen. Ist schon bei der Contour? Oh, Bronzer. Achso, und man muss ja sagen, ich trage ja schon die Farbe 040. Also wenn jemand so 010 oder 020 ist, kann sein, dass man da den Bronzer schon krass sieht, die Farbe, ne? Aber eigentlich schön, die Contour. Ja? Aber ich kann noch nicht so viel sehen. Ja, ich mache lieber nicht so viel, weil es halt so rötlich ist. Ja, aber hier doch, sieht hier sieht man es so ein bisschen. Ja, dieses Rote scheint tatsächlich schon so ein bisschen durch. Deswegen lasse ich, glaube ich, auch den Bronzer weg, weil der ist noch rötlicher. Ja, kein Bock, eine Tomate zu machen. Das war Bescheid, Leute. Ich nehme noch mal ein bisschen von der Highlight-Farbe und sette noch mal zusätzlich meinen Concealer, so als Highlight. Ja, man kriegt schon, also gerade bei der Foundation-Farbe 040 on top von Concealer, Puder, gibt es hier trotzdem noch mal so einen leichten Kick, würde ich sagen. Vielleicht gar nicht schlecht. Und dann gehe ich wieder mit dem gleichen Pinsel in die Contourfarbe. Guck mal, was ich hier rausholen kann. Farben in der Palette muss man auf jeden Fall aufbauen. Genauso wie dieses Press Powder muss man da wirklich ein bisschen Arbeit reinstecken. Also meine Meinung zu diesem Contour Set, ich glaube, das ist gut für Anfänger und wenn man wirklich so ein bisschen auf das Geld gucken möchte oder auf das Geld gucken muss. Aber für mich, finde ich, ist die Palette einfach auch schon so ein bisschen überholt. Es gibt so viele gute Alternativen, muss ich sagen, wo die Formulierungen auch weicher sind, wo es gleich funktioniert, wo man nicht so viel Arbeit reinstecken muss. Also cool, so on a budget, aber ich würde da jetzt nicht mehr zugreifen, weil ich finde, das ist so richtig 2015, 16 vielleicht. Und da ist die Palette meiner Meinung nach so ein bisschen stehen geblieben. Finde ich auch. Es gibt
in der Drogerie. Viel bessere Alternativen. Ja. Ich würde einmal kurz mit den Augenbrauen weitermachen. Du machst deine wahrscheinlich nicht. No. Ich habe hier mitgenommen Eyebrow Powder Set. Und zwar ist es das hier. Das war so von den Augenbrauenprodukten das, was ich irgendwie ein bisschen interessant fand. Und zwar in der Farbe 030. Ein bisschen interessant. Ja, ein bisschen interessant. Ja, es war schon, also... Trended Up ist schon ein bisschen boring geworden, muss ich sagen. Ich nehme die hellste Farbe, also die hellere Farbe aus der Palette. Ich habe schon mal mit so Soap Brow meine Augenbrauen zurechtgelegt. Jetzt ziehe ich mir eigentlich nur noch so oder fülle so ein bisschen die Lücken auf. Also wirklich Härchen nachzeichnen geht nicht. Augenbrauen habe ich so ein bisschen aufgefüllt. Auch hier, okay, ein gutes, solides Puder. Ich habe trotzdem ein paar Augenbrauenpuder, die ich gerne benutze. Da gibt es auch ziemlich gute. Das war jetzt, würde ich auch sagen, okay, so on a budget, warum nicht? Also das würde ich sagen so. Wenn man sich ausprobieren will, wenn man sehr neu da drin ist und auch erstmal anfangen möchte, finde ich das ganz solide. Aber für Leute, die weiter sind, denke ich, also für mich wäre das nichts, was ich nochmal benutzen würde. Alrighty, ich würde dann sagen, ich würde mit dem Highlighter weitermachen. Da habe ich mir mitgenommen den Trended Up Super Glow Baked Highlighter. Mit Baked Highlighter kann man eigentlich nichts falsch machen. Diese gebackene Formulierung ist ziemlich gängig und gibt immer so einen schönen, feinen Glow. Machst du Highlighter vor Blush? Mhm. Hermann, du machst doch den Blush dann auf den Highlighter und dann nimmt es doch den Highlighter-Effekt. Nee, ich verblende das so ein bisschen, damit man nicht die Abstufung hat, sondern ich gehe dann so leicht mit dem Blush in den Bronzer und Highlighter drin. Okay. Das ist die Farbe 010, die hellste Farbe, was ich sehr, sehr dunkel finde. Also das ist wirklich schon fast Medium, also Light Medium würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, also es wird für mich wahrscheinlich viel zu dunkel sein. Uff, grottig. Zum einen ist die Farbe extrem dunkel, könnt ihr sehen, das ist fast die Foundation-Farbe und das liegt so ein bisschen über den Poren, das heißt da, wo diese Härchen rauskommen, man sieht diese Löcher, das finde ich immer nicht so schön. Und wenn ich lache, so diese Falten, die man dann hier so hat, bei meiner reiferen Haut, finde ich, akzentuiert das Ganze auch nochmal richtig krass. Also ich habe hier so einen richtigen Fächer. Obwohl bei Baked, das ist so die unkomplizierteste Formulierung, finde ich. Kein schöner Highlighter, finde ich. Ne? Nee. Der ist nicht ebenmäßig. Da hat, guck mal, ganz viele kleine so Bröckelchen und Lücken. Ich finde die Farbe auch nicht so dolle, muss ich sagen. Ja, die Farbe ist... Wenn der heller wäre, wäre es noch okay, sondern mit der Farbe. Ja, guck mal, bei mir sieht man es gar nicht. Also es ist eigentlich, als hätte ich so ein bisschen Glow-Bronzer. Ja, ja. Glow-Bronzer. Boah, hier sieht man es echt nicht, die Farbe. Okay, Leute, wissen wir Bescheid? Mir kribbelt irgendwie mein ganzes Gesicht. Ja, warum? Ist alles so, na, bestimmt wegen den Sachen drauf. Ja. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht alles abkratze. Okay, das habe ich jetzt nicht. Aber was hier, das hat sich so in deine Lachfalten gelegt. Das habe ich auch immer. Aber so krass habe ich es jetzt eigentlich nie. Also so ein bisschen bricht die Foundation hier. Also da, wo viel Bewegung im Gesicht ist. Ich mache ja auch viel Nase. Also hier auf jeden Fall. Oh ja. Und hier auch. Ja, ist immer ganz interessant, Produkte auch mal so ein bisschen sitzen zu lassen, wirken zu lassen. Aber ich muss sagen, Fine Lines, also bei meiner Haut, werden auf jeden Fall hervorgehoben. Mhm. Selbst bei dir. Ja. Also Highlighter hat für mich nicht funktioniert. Ich finde, der sitzt nicht schön auf der Haut. Die Farbe, ne, wenn es für jemanden passt, ist natürlich nochmal was anderes. Aber 010 war ja so die hellste Farbe. Schwierig. Sehe ich genauso. Ja? Also kein guter Highlighter, wie gesagt. Die Farbe und dann ist er so bröckelig und fleckig. Fahren wir weiter mit dem Blush. Der sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und zwar ist es der Trended Up Super Glow Baked Blush. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die Farbe, dieses Marmorierte, dann dieses Gold da drin. Also es sieht ziemlich aus wie so ein Pückle-Eis. Was ist denn ein Pückle-Eis? So diese Vanille-Erdbeer-Schoko. Ah, heißt das, warum heißt das Pückle? Ich weiß nicht. Fürst Pückle. Sandwich-Eis? Keine Ahnung. Was stellt ihr so viele Fragen? Das ist doch das Sandwich-Eis. Hätte ich mal nichts gesagt. Auf jeden Fall ist es die Farbe 010. Ich arbeite meinen Pinsel hier richtig schön rein. Klopf so ein bisschen ab. Hm, spannend. Also das ist ein schöner Blush, finde ich. Der hat voll Glow drin, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, ja, klar, dieses Gold. Also auch beim Abklopfen, diese Goldflocken, die krümeln schon runter.
Aber es gibt einen schönen Glow. Ich finde den nicht schlecht. Muss man natürlich auch beachten, wenn man hier unruhige Haut hat, auch geweitete Poren. Gerade diese Glow Bronzer, Blushs und so, die geben da wirklich nochmal einen Fokus drauf. Wenn man, sag ich mal, ein feineres Hautbild hat, kann man auch mit so extremeren Blushs arbeiten. Aber auch bei reiferer Haut, so wenn man diese feinen Lines hat, das kann auch nochmal hervorgehoben werden. Aber so, finde ich, ist es wirklich ein richtig schöner Blush. Ich finde ihn sehr extrem. Also... Ja. Ich bin ja eh nicht so dolle Blush-Typ und dann noch mit diesem krassen Glow drin, dass es dann noch so ein bisschen Gold ist und das so viel einfach, was da ist. Ja, so unterschiedlich sind die Meinungen. Findest du nicht, dass da so viel abgeht jetzt auf den Wangen? Einmal so dieser goldene Glitter von dem, dann dieses rötliche Highlighter-Zeug und dann das rote. Ich kann mir das Solo sehr gut vorstellen, also ohne den Highlighter wirklich schön rein und dann so ein bisschen... So ein Flush of Color, das kann ich mir vorstellen. Aber ja, klar, wenn ich das jetzt auch so beurteile wie du, finde ich die Konturfarbe zu rot, dann dieser orange Bronzer, dann... Also es passiert tatsächlich farbtechnisch viel, aber an sich, der Blush ist schön. Auf meiner Nase, guck mal. Das ist schon extrem. Zeig mal. Roll the red nose. Okay, also ich finde den Blush nicht schlecht. Vielleicht jetzt auch nicht mein Everyday Blush, aber wenn man so ein bisschen mehr möchte, finde ich, ist das eigentlich eine ganz süße Farbe, finde ich halt auch. Ja. So, Augen. Ja, da haben wir die Rocky Rose Eyeshadow Collection. Sieht so aus. Das war so das aufregendere Produkt. Ich muss mal ganz vorsichtig ich weiß noch nicht, auszudrücken. Was ich damit anstellen soll. Same. Das ist schwierig. Lass dich inspirieren von der Firma Trended Up. Nee. Halt auch. Also, ich fange an mit diesem hellen Schimmerrosa. Das gebe ich mir als Highlight so unter meine Augenbraue. Also, ich nehme den Außer einmal und decke einmal meine Augenlider. Oder nein, Contour besser. Hat auf jeden Fall gut funktioniert, würde ich sagen. Man hat so dieses ganz leichte Rosa, was perfekt für den Alltag ist. So hat man es nicht ganz weiß oder ganz silber. Ich finde es ein bisschen arg sparkly. Also für so Highlight schon fast zu viel. Dann wahrscheinlich würde ich es eher auf den Lid tragen. Ich mag dieses krasse unter der Augenbraue ja nicht mehr so gerne. Ich nehme dann auf jeden Fall den hier. Ich gebe den ein bisschen in meinen... Ja, jetzt dort die Falte. Crease, Lidfalte. Die Farbe nehme ich auch. Das ist so ein mattes, helles Rosa. Geht aber auch so ein bisschen ins Lachsfarbene, würde ich sagen. Und was mir auffällt, die Lidschatten wühlen sich extrem auf. Das finde ich persönlich nicht schlimm, aber ich sage es immer in den Reviews mit dazu. Finde es auch nicht schlimm. Findest du auch nicht schlimm? Nö. Oh, schön. Die Farbe ist süß, ne? Ja. Ich glaube, jetzt so für den Sommer gar nicht schlecht. Ja. Auch gerade für die Leute, die lidschattentechnisch vielleicht jetzt sich auch nicht so auskennen. Also auch hier sehr anfängerfreundlich wieder. Oder eben auch für die, die sagen, ich trage eh nicht so viel Lidschatten. Ich brauche jetzt keine so und so teure, krass pigmentierte Lidschattenpalette. Finde ich, solche Paletten mal ist ein guter Einstieg. Bei denen muss man auch nicht so viel arbeiten wie bei den anderen Pudern. So das leichte da Produkt drauf. Ja, finde ich auch. Ich habe mir nochmal den Concealer geschnappt und mache mir einen Cut-Crease auf beiden Seiten. Ja, und ich habe mir die Farbe jetzt ein bisschen aufgebaut. Also ich kann auf jeden Fall einen Lidschattenprimer empfehlen. Den habe ich jetzt nicht, weil ich mir ein bisschen Foundation, Rest und Concealer ausgeblendet habe. Aber man sieht die Äderchen durchscheinen. Also die Formulierung ist so, so dünn und so, so leicht, dass auf jeden Fall so ein bisschen das, was auf dem Lid abgeht, auch durchscheint. Aber sehr gut, dass ich es so gemacht habe, dann weiß man das halt vorher. Und das ist die Farbe mehrmals aufgebaut, ausgeblendet. Also ihr könnt sehen, super, super soft. Dann nehme ich diesen Satin Finish Rosaton mit meinem Finger. Also ihr könnt auch sehen, super leicht, so super dünn. Und das presse ich mir jetzt einfach mit meinem Finger so auf mein Lid. Auf jeden Fall eine zweite Schicht, also ihr könnt sehen, eigentlich sieht man kaum was. Das ist das Ergebnis. Dann nehme ich diesen Ton hier. Ich kann nicht wirklich sagen, was das ist, ob das ein lila ist, so ein Auberginenton, so ein braun. Das ist die Farbe. Also ihr könnt sehen, die Formulierung schwierig, würde ich sagen. Aber für Anfänger definitiv ein guter Einstieg. Also ich versuche das ja dann auch immer von der Seite zu sehen. Kann ich mal hier einmal ganz kurz machen? Damit versuche ich mir einen Lidstrich zu ziehen, aber man sieht gar nichts. Ja, okay. Dann versuche ich es erst gar nicht, weil es wäre mir jetzt zu viel Arbeit rein, raus. Also
bei den Glittertönen fällt mir jetzt auf, ich bin jetzt 100-mal da reingegangen, habe den Pinsel angesprüht, habe es mit meinem Finger versucht. Aber man kriegt kaum was aufs Lid. Das macht mich ganz schön mad. Das macht mich richtig sauer. Ja, das sieht aus, als hätte ich nichts gemacht. Als wenn es einfach nur Concealer wäre. Aber was mir auffällt, wenn du in den Spiegel guckst, um dein Auge zu schminken, also so auch geradeaus, du hast so viel Glitter. Ja, Flocken im Gesicht durch diesen Highlighter und diesen Blush. Das ja, ist vor allem krass. Beim Blush, diese Goldkacke da drin. Versuch mal ein Foto zu machen. Das ist jetzt natürlich nicht die beste Base. Oh mein Gott, vom Weiten sieht das so perfekt aus. Auch hier. Ja. Hä, das sieht hier voll gut aus. Mach mal eins von mir von der Seite. Jesus Christ. Ist schon nicht so schön. Also die Foundation hat sich irgendwie ins Negative entwickelt. Ich finde, in dem Foto sieht man die Fine Lines so gut. Also das, wovon ich auch beim Auftrag und so beim Setten gesprochen habe, durch auch den Highlighter. Das wird durch die Produkte extrem hervorgehoben. Und das habe ich in den sonst in Produkten eigentlich nie, dass man so meine Fine Lines sehen kann. Dann versuche ich es jetzt mal mit dem dunkelbraunen Ton für den Eyeliner. Willst du auch für den Eyeliner nehmen? Ja, genau. Vielleicht hast du mehr Geduld als ich, aber ich bin einmal so rein und es hat halt gar nichts gemacht. Bei ihr funktioniert es. Man muss schon, also bei dem schon ordentlich was nehmen. Du klopfst doch gar nicht ab. Ich hatte ein bisschen abgeklopft. Naja, also immer noch bei mir voll. Ach, der Unterschied. Schön. Wundervoll. Wundervoll. Testen tun wir die Shredded Up Eye Parents Mascara. Volume and Waterproof. Das Ganze kommt mit so einem recht voluminösen Gummikopf, würde ich mal sagen. Ich liebe ja Gummibürsten, die funktionieren bei meinen Wimpern am allerbesten. Oh, ist die nice. Wow. Oha, krass. Die ist echt cool. Ich gerade so. Ja, ist halt, wenn man geile Wimpern hat, ist es eigentlich fast egal, welche Mascara. Uff. Digga. Can't relate halt auch, weil meine sind so. Ich bin halt auf Wish bestellt, weißt du, wie ich meine? Nein. Ist das doof? Ja, bin doof. Die ist toll. Die Wimpern gehen auch nicht so nach unten, sondern die bleiben oben. Bis jetzt. Das ist waterproof. Ja, das ist auch echt schön. Wobei nicht jede waterproof hier oben bleibt. Das ist das Ergebnis bei mir. Ich habe ja auch noch dieses Wimpernlifting. Dadurch sind die so ein bisschen krass gekrüsselt. Ich du bin hast ja auch noch Wimpernlifting gemacht? Ja, siehste, weiß ich fällt gar bei nicht. Mir halt auch gar nicht auf. Ja, und Brow Lamination. Ja, aber hast du selber gemacht? Nein, das wurde gemacht. Wieso? Ich habe nichts gesehen. Meine Haarstruktur ist Next Level halt auch. Und egal zu welchem Friseur ich gehe, boah, deine Haarstruktur ist krass und so. Bin halt auch ein anderer Mensch. Vielleicht liegt es auch an dem Spoolie, aber das ist schon echt, also die ist echt ich toll, wow. Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht an dem Spoolie, weil ich habe ihr natürlich diese extra Mascara Wands gegeben, damit wir nicht das gleiche benutzen. Nein! Ja, nein. Lass trocknen, einfach trocknen lassen. Das kannst du nachher wegflicken, so jetzt nicht machen. Ja, ja. Okay. Habe ich auch geguckt, ganz viel. Deine Haare stehen auch wild ab. Ja. Hast du schon bemerkt? Nee, aber wundert mich nicht. Sehe ich aber trotzdem aus wie ein Snack. Oh, bin aber auch eine süße Maus, was ich mache. Alright, Lippen. Da machen wir erstmal weiter. Die Mascara-Reste trocknen. Erstmal gut drunter. Dann kann man das einfach so ein bisschen wegbürsten. Lip Liner. Da habe ich mitgenommen den Shredded Up Contouring Glide Lip Liner. Das sind die alten. Ich fand die Farbe ganz schön. Und die sind auch gar nicht schlecht, finde ich. Das ist immer der beste Part irgendwie. Was sagst du? Na, dieses Lippensäure machen, die sehen dann immer so schön aus danach. Das stimmt. Ich merke das auch immer so krass, wenn ich gucke meine Videos ja auch immer. Vor allem, bevor sie auch online gehen. Und ich finde, das sieht immer so richtig unschön aus, aber ich mache mir da halt keine Platte, weil ich es ja dann später runternehme. Aber wenn es dann runternimmt, dann ist es immer voll clean. Also die Farbe finde ich voll schön, muss ich sagen. Das habe ich euch das gesagt. Das ist 486. Ich erinnere mich gerade an diesen Kommentar. Ich finde es krass, dass ein 16-Jährige schon aufgespritzte Lippen hat. Hat da das eine geschrieben? Ja, unter dem Video. Da denke ich oft dran. Das ja, ist so dadurch, dass Lipfiller jetzt halt auch so krass sind, auch schon seit so vielen Jahren jetzt im Hype, glauben halt alle, die jetzt volle Lippen von zu Hause aus haben. Von zu Hause aus habe ich mitgebracht. Ja, hast du ja, weil ihr Papa hat halt
halt richtig volle Lippen, während ihre Mama, meine Schwester, halt richtig schmale Lippen hat. Also Jelan hat sogar noch schmalere Lippen als ich. Also wir haben in der Familie schmale Lippen, außer meine mittlere Schwester, die ihr nicht kennt. Die hat auch volle Lippen. Also wolltest du jetzt in diesem Video nochmal einmal kurz klarstellen? Ja. Die sind echt. Und auch dazu, dein Papa würde dich töten halt auch. Also, um es mal beim Namen zu nennen. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, es war ja, wir früher haben uns nicht geschminkt. Oh mein Gott. Und dann denke ich mir, ja, Digga, drauf geschissen, was du mit 16 gemacht hast. Also, dass Leute noch so copy-paste ihr Leben dann auf andere projizieren. Ja, so ist doch dein Leben und das bin doch ich. Was juckt's dich? Check ich null. Und die glauben dann so, ja, die also ich mir hatte voll die bessere Kindheit. Genau, also total bescheuert. Richtig Psycho. Sucht euch ein Leben. Ich liebe halt auch den Brand gerade. Ja, also Lip Liner finde ich gut. Also ich finde, in der Drogerie kann man auf jeden Fall gute Lip Liner finden. Ja. Die von Trended Up sind, ne? Ja. Auch eine schöne Farbe. Ich mach schon mal weiter. Ich habe mir mitgenommen den Everlasting Matte Non-Transfer Liquid Lipstick. Verspricht einen Halt bis zu 12 Stunden. Und da habe ich die Farbe 020 mitgenommen. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut zum Lip Liner. Es riecht so ein bisschen süß-vanillig. Und das ist die Farbe. Spannend. Also es fühlt sich sehr, sehr flüssig an. Leicht fleckig im Auftrag, aber das finde ich gar nicht schlimm. Tolle Farbe. Es ist super dünn auf den Lippen und recht flüssig, so serumartig, mag ich richtig gerne. Ich mag den Lip Liner. Also die Farbe ist jetzt nicht so meins. Krass, bei dir ist es so movig. Hast du denselben? Ich hab den hier genommen. Bei mir wirkt es so viel nuder, ne? Guck mal, was für ein Unterschied das auch einfach alles macht. Also das ist die Farbe bei mir jetzt. Passt natürlich richtig gut mit dem Lip Liner. Aber der Liquid Lipstick macht wirklich einen richtig tollen Eindruck. Ich bin mal gespannt, wenn es ein bisschen runtertrocknet. Oh, voll dunkel bei mir. Aber ich glaube, durch den Lip Liner, die Farbe ist schön. Oh, die Kombi ist bei dir aber voll es passt schön. Nicht zu... Ja, das ist nicht ich weiß, schlimm. Was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Wenn der runtergetrocknet ist, nehme ich mir nochmal mit diesem Pinsel diesen Ton. Und weil der Lippenstift ja matt ist, kann ich mit dem dann diesen Schimmer machen und dann matcht es mit meinem Blush und meinen Augen. Und das ist schön. Das mag ich. Ne? Wisst ihr Bescheid. Also ich hoffe, es bleibt nicht so klebrig. Das würde ich nicht so geil finden. Weiß ich ja jetzt nicht, ob das schon eine gute Idee war. Aber der... Aber nicht mehr so dunkel. Goal ist ja nicht, alles passend zu machen, sondern einfach ich mag Produkte das immer. Zu reviewen. Ja. Focus ist die Review. Ja, aber der Look muss ja auch schön sein. Also wenn ich mir bei meinen Reviews noch darüber Gedanken machen würde, ob der Look 100% ist, dann hätte ich ein 4-Stunden-Video. Aber bei dir ist die Farbe so perfekt. Warum muss es bei mir so dunkel und kühl sein? Bei dir ist es... Guck doch mal. Das ist was ganz anderes. Das ist irre, ne? Oh mein Gott. Die gleichen Produkte und wie unterschiedlich ich einfach. Ich wünschte, bei mir würde es auch so aussehen. Das passt jetzt gar nicht zu dem Rest. Wahrscheinlich auch die Pigmentierung der Lippen, liebe Leute. So unterschiedlich kann es sein, was ich super faszinierend finde. Und deswegen müssen wir uns immer ins Gedächtnis rufen, dass alle Produkte, jede Farbe super unterschiedlich bei den Menschen funktioniert. Super unterschiedlich. Zum Beispiel hatte ich ja hier Rare Beauty getestet und Foundation Concealer haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Und da ging es auch wieder in den Kommentaren. Du hast viel zu viel genommen und du musst nur Punkte nehmen und nur dies und du hättest das machen sollen, weil die Leute dann die Person schützen wollen. Die fühlen sich dann so leicht angegriffen, wie das ist das Beste, was ich habe. Und wenn dann die Meinung dem nicht entspricht, dann sind die so, oh, nein, das kann nicht sein, du machst was falsch. Und das ist einfach faktisch falsch. Heißt ja nicht, dass man alles richtig macht, aber ich glaube, ich komme ganz gut mit Produkten. Oh ja, ich hab einen Look. Ich habe in der Mitte ein bisschen weggemacht, dann kommt das Rosa von meinen Lippen durch. Dann ist es nicht mehr so dunkel, dunkel. Also Liquid Lipstick trocknet sehr stark runter, was ich gut finde. Aber es ist extrem klebrig. Das mag ich nicht so gern. Also wenn ich spreche oder mal den Mund zuhalte und das dann ständig aneinander pappt, die Lippen, das finde ich nicht so geil. Ich mag Lip Liner und auch diesen Lipstick sehr, sehr gern. Also wie das so schön runtertrocknet. Ich glaube, das ist auch einer von denen. Wenn man eine Maske trägt, dann wird nicht alles in der Maske sein. Ja, so ja. Also, ja, auch voll gut. Mag ich sehr, sehr gern. Oh, dieses Sticky, magst du das? Mich stört es null. Für mich gab es auf jeden Fall ein paar ausstehende Produkte, zum Beispiel der Primer oder die Foundation. Die fand ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Sehr herausstechend. Was ich auch noch gut fand, sind so Lip Liner und Liquid Lipstick, auch wenn der Liquid Lipstick wirklich recht sticky ist, aber es wird immer weniger, habe ich das Gefühl. Die anderen Produkte finde ich okay für Anfänger, aber wenn ich jetzt so für mich spreche, finde ich es Trended Up so ein bisschen stehen geblieben. Also wenn man auch in den Aufsteller guckt, finde ich das überhaupt nicht
wahnsinnig aufregend. Auch so die zum Beispiel Konturpalette, die Lidschatten, das ist schon alles sehr, sehr basic. Aber vielleicht ist es eben auch für eine sehr junge Kundschaft gedacht. Keine Ahnung. Also das ist so das, was mir zu dem Ganzen einfällt. Also ich fand besonders toll die Foundation. Die ist... Und der Concealer, sehr leicht und natürlich. Und die Lippenprodukte. Zwar ist die Farbe nicht so mein, ist ein bisschen zu dunkel, aber die Produkte an sich sind top. Liebe Leute, wenn ihr noch Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann super gerne in die Kommentare. Ihr findet hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Wir bedanken uns bei euch wie immer fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.